Hallo Meraris, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Goat Simulator. Genau, da bin ich jetzt. Und der dritte Teil. Wir sind hier bei der Tankstelle, genau, und haben dieses Merari Outfit bekommen. Sehr schön mit den Farbeimerschuhen und Inspiration. Was kann man eigentlich mit denen machen? Kann man bei den... Kann man bei den Leuchten hier? Ja, zuerst einmal viel Spaß, gell? Kann ich mit denen irgendwas machen? Oh, ich habe Angst. Inspiration. So, ich muss etwas Lustiges machen. Ja, es macht Spaß. Wir haben noch Goat-Staaten zum Sammeln. In, also 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was war das? Das war irgendwo auf einem, genau, Tankstelle, Autotuning. Da passiert wieder viel, dankeschön. Irgendwie passiert in diesem Spiel öfters etwas, was eigentlich gar nicht passieren soll, weil ja nichts irgendwie heftigst wackelt oder so. Es explodiert einfach oder wird irgendwie herumgeschleudert, verbuggt hat. Das Spiel hat am meisten Bugs. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, das öfters Bugs zeigt. Aber gut, das ist einfach gewollt. Da oben irgendwo. Hä, das habe ich doch für... Das habe ich doch gesammelt. Müsste noch ein anderes? Okay, dann schauen wir mal. 14 war es. Das ist das Falsche. Mann, ich will, dass das wechselt. Okay, es ist zweimal zu sehen, aber nicht doppelt hinterlegt. Vermeadows 14. Auf dem Mast im Norden. Wo ist die 14? Auf dem Feld, also über dem Feld. Das, da oben. Da. Ich suche oben, oder? Dann denke ich mal, das Schild dort, wo steht Pimp My Ride, aber ein Mast habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Da drüben ist nichts, das ist irgendwie so ein Schutzschild da. Oh, da oben hätte ich niemals geschafft. Niemals. Gut, aber ich will ja auch lustige Dinge machen. Jetzt wollen wir mal herunterrasen. 9, 18, 19, 20, 21. Die 21. Über dem Meer im Osten. Über dem Gelände können die sie leicht erkennen. 21. Da war ich doch schon. Eine Thermalquelle vor der Insel. Da habe ich doch gesucht. Nein, weiter oben habe ich gesucht. Hä? Hier? Nee. Du mir auch. Nein, ich will ja. Wäre ja kurz runterfahren. Auch Saft. Aber weiter, 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 weiter. Bei denen gibt es doch einen, bei Roblox gibt es doch so einen Sturz-Simulator. Was mache ich? Ich muss doch Auto fahren. So, und das kann man im Goat-Simulator auch ein bisschen... Ich werde vielleicht noch einen Spezialpart, Parts machen, wo ich euch ein bisschen irgendwie ein Thema widme. Also zum Beispiel ein Tier, ein NPC oder eine Gegend oder so. Und vielleicht auch eben so ein Ich zerstöre die Ziege oder andere Tiere. Simulator, ich bin ein böser Mensch. Zum lustig haben schon ein bisschen, aber nur in Games. Kein Problem. Im Real Life habe ich das noch nie gemacht und will ich auch nicht anfangen. Oh, auf dem Spiegel ein. Also das muss man zuerst procken? Oder muss man das irgendwie anders machen? Ich glaube, das muss man zuerst wirklich mit dem Event procken. Das ist ja später gekommen. Deswegen. Was passiert eigentlich mit mir? Was ist das Spiegelei überhaupt? Das ist glitchy. Das glitscht mich immer so ein bisschen. Du bist böse. Ah, über die Schanze. Hä? Muss man das irgendwie über die Schanze machen? Ja, danke schön. Ich wollte eigentlich auch dieses Teil. Aber nur mit der Giraffe. Ja, aber hüpf doch weiter hoch. Mit der Giraffe geht immer alles. Ja, wow, die Giraffe ist einfach OP. Oh,
Oh, wie geil das aussieht mit diesen Farbeimern. Wusstet ihr, dass Giraffen böse sind zu Menschen? Sie klauen irgendwelche Sachen von den Menschen. Sind wirklich schlimme Diebe. So, weil sie irgendwie nicht das im Kopf haben, dass es nicht ihnen gehört oder so. Sie klauen von diesen Safari-Touristen alles. Sogar Kinder. Sogar einfach die Kinder aus den Autos. Und wirklich große Kinder schon. Einfach aus dem Auto rausklauen. Stellt euch das mal vor, diese bösen Tiere, die müssen gequält werden. Nein. Achtung, das muss man Manieren beibringen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, 26, 27, 28, 29. 25 und 29. Auf der Röhre der Solaranlage im Südwesten. 25. Die habe ich doch auch schon geholt. 29 bei den Hühnerfarmen im Norden zwischen einigen Kisten. Wo ist die Hühnerfarm im Norden? Ganz im Norden? Zwischen einige Kisten, da habe ich doch die Eier immer wieder. Hey, ich bin blind auf beiden Augen und blöd. Okay, stimmt nicht, aber es ist manchmal schwer, irgendwas zu holen, was man eigentlich schon immer geholt hat. Also, einfach kennt. Vielleicht habe ich das nur in den Livestreams gemacht, in einem anderen Beispiel-Ding, oder es hat nicht gespeichert oder so. Aber ich habe doch die Dinger schon relativ oft gesehen, aber nie geholt. Und ja, da oben auf einem Mast, da schaue ich ja nicht an, weil es hunderte von Mästen gibt. Ja, kenne ich die Rotweisen, aber die anderen und so Sachen. Ich kann manchmal nicht verstehen, wieso ich das nicht hole. Zwischen Solar. Also dieses, ich weiß, dass das wirklich existiert, aber ich habe es nie geholt, weil ich nie... Ich weiß es auch nicht, weil ich einfach ein lustiger Typ bin, der nicht alles macht. Ich mache manche Sachen nicht, weil ich denke, ich habe sie schon gemacht. Aber wo? Bin ich blind, blöd oder dämlich? Oder mehr als blind? Zwischen Kisten? Nein, das ist nicht das mit den zwischen den Kisten, sondern... Auf den Röhren. Und explodiere bitte. Nein, explodiert. Ich brenne. Hallo. Explodiert jetzt. Jetzt explodiert. Ich muss zerstört werden. Ich muss zerstört werden. In den Games geht's ja. Im Real Life. Ich habe meinen Arsch durch den Boden gehauen. Boah. Bin ich glücklich, dass ich das noch auf Bild habe. Goethe 41, nein, nicht 40. Kennt ihr den Goethe? Okay. Ich habe meinen Arsch durch den Boden. Ich habe, glaube ich, jedes Thumbnail mit der Giraffe gemacht. Gell? Da dazwischen? Wieso brenne ich immer noch? Hallo, Game. Ah, da auf dem Rohr hat's gehiesen. Ich habe das nicht mehr gehört, seitdem ich es gelesen habe. Hoppla, hallo. Ich muss nur drüber. Wer hat hier zu fest geschissen? Was ist Carico? Gut, dann müssen wir nochmals. Komm, Giraffe, du kannst schnell laufen. Nein, du kannst nicht schnell laufen. Unser Strauß, unser Klaus, der Strauß, der kann sehr schnell rennen. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Flossen noch nehme? Ja, genau. Er ist viel langsamer. Oh, krass. Das ist schnell. Zwischenkisten. Bin ich blind, blöd oder habe ich keine Kisten? Nennt alle Harry Potter Bücher als Agent. Beruf Dritte Welt, Warlord. Oh. Ja, Hühner sind Dritte Welt, Leute. Kennt alle Harry Potter. Jedes Huhn hat Harry Potter. Ach, Kartons, das sind Kartons, keine Kisten. Ich hab sie zerstört und so. Oder vielleicht sind es. Ja, das sind Kisten, aber Holzkisten. Also mit dem Strauß macht es mehr Spaß. Wir müssen noch ein bisschen ausatmen. Kann ich das kaputt machen? Ja.
Was ist, wenn ein Strauß ein Ei wird? Wie groß ist das Ei übrigens? Ungefähr. Das ist immer gleich groß. Ne? Ich bin schneller mit dem Ei, oder? Hey. Hallo, ich bin ein Strauß. Ich werde ein Strauß. Ich bin kein Strauß. Haben Straußen... Die haben weiße Eier, oder? Ja, ja. Die haben keine braune Eier. Ich habe so viel mal gesagt, es liegt an der Rasse. Niemand hat mir in der Schule geglaubt. Jeder hat gesagt, die Eier seien nur weiß. Hat man die nie in einer Großstadt, also nicht Großstadt, aber in einem großen Dorf, was ja mehr als eine Stadt Einwohner hat, bewusst? Haben die keine Landeier? Haben die nur Eier aus Eier? Eier aus dem Labor oder so gehabt? Wieso wussten meine Schüler nicht, dass es braune Eier gibt? Weil man eben denkt, Eier sind weiß. Die haben dich sicher tausendmal schon gesehen in den Supermärkten. Ich fragte mich, wieso bin ich der Lügner, wenn ich etwas weiß, was andere nicht wissen? Wisst ihr das? Wisst ihr, wieso man ein Lügner ist, wenn es andere nicht wissen? Sollten wir mal sagen, cool, das wusste ich nicht. Nö. Die ganze Zeit unter Schulkameraden. Nee, das stimmt nicht. Es gibt keine... braune Eier sind nicht von braunen Hühnern. Nein. Die gibt's gar nicht. Die wurden angemalt an Ostern. Was ist mit denen los? Okay, das ist Unerfahrenheit. Das ist blöd. Das ist Dummheit. Okay. Okay. Ein bisschen böse ausgedrückt, aber... Zu böse ausgedrückt, aber... Drückt. Aber... Ich drücke mich manchmal auch. Wir haben alle Eier in Fair Meadows Range. Jetzt. Ja, Gatenburg. Nehmen wir den Höferbaum. Höferdamm. Hooverdamm natürlich. Hooverdamm. Ich möchte dort eigentlich aber noch suchen. Wir gehen zum Hooverdamm und suchen mal die... Habt ihr gesehen, wie der geruckelt ist? Okay. Hui! Was mir auch noch aufgefallen ist, ich will jetzt niemanden angreifen oder so. Man darf nicht mehr rübsen und furzen in Livestreams und Let's Plays. Wem bin ich aber böse? Sie machen immer nur Witze. Und ja, das ist mir einfach aufgefallen, dass es richtig lustig scheinbar ist. So, ich bin einfach ein Mensch, der nicht unbedingt auf Sitten beruht. Also, natürlich schaue ich schon, dass es natürlich an öffentlichen Orten oder so nicht ist. Aber wenn eigentlich ich gerne ein Let's Play mache oder so, dann möchte ich jetzt nicht unbedingt die höflichen Sitten akzeptieren. Ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Weil es halt anstrengend ist, die ganze Zeit sich an Regeln zu halten. Und, jo, man kann es halt manchmal nicht kontrollieren, es passiert einfach. Also ich muss. Ich kann mich nicht immer ständig, hüten. Also, ihr wisst es ja, dass ich das eher sarkastisch, also sehr lustig meine und nicht Ding. Also, wenn ihr mal etwas hört von mir, dann hört ihr es. Gut. Das Spiel sagt, es ist gut. Meine Güte, ist das Spiel mit der Engine verbuggt, mit der Physik Engine. Unglaublich. So, wir sind bald beim Hooverdamm. Ah ja, da haben wir ja gesucht. Das haben wir schon gemacht. Wir haben ja unendlich lange gesucht, weil ich das nicht fand. Also, ich habe es nicht gefunden. Okay, wir müssen, glaube ich, noch außen rum. Das ist ein bisschen schwierig hier hoch. Also, wir müssen doch nachschlagen. Sorry, dass ich das jetzt nicht machen kann sonst. Aber es dauert halt zu lange. Ich möchte euch zeigen, wo die Großstädte sind und nicht, wo sie nicht sind. Ich will nicht euch die ganze Zeit nur das Suchen zeigen. Sondern... Das wäre auch ein geiles Thumbnail. Danke, aber ich möchte ohne Öl sein, bitte, gell? Ich bin unendlich Öl.
Ich bin hier drauf. Ich mache ein kleines Thumbnail. Ich hoffe, das ist die richtige Größe. Nee, nee. Ich mache jetzt einfach ein lustiges Thumbnail. Ich schaue, dass ich das schnell machen kann. Gut, 41.1. So, es ist lustig. Ja, es ist lustig, wie wir jetzt hier sind. Und dann geht einen Staudamm. Nicht Säge, mir Huferdamm. Die 3. Auf dem Dach, auf dem oberen Dach des nördlichen Dammgebäudes, die 3. Hey, da haben wir doch tausendmal schon geschaut. Da sind wir sogar runtergefallen. Im ausgetrockneten Bereich. Das haben wir sicher. 5. In einem Baum bei der Eisdiele. 5. In einem Baum bei der Eisdiele. 6. Auf dem Plateau des Kletterwalds. Siehe 7. Nein, siehe 6 bei der 7. Oberhalb des Aufzugs zusammen, ja. Okay, gut. So. Ich glaube, der Kopf, der heißt, nein, haben die Wirbel? Die haben doch keine Wirbel, ne? Ich glaube, Strauße haben keine Wirbel. Oder sehr mega elastische Wirbel. Also sieht so aus, als hätten die keine Wirbel. Stimmt schon. Die haben Wirbel, aber mega elastisch. Und sind wirbellose Schnecken. Ich bin tausendmal hier gewesen und habe hier oben die Goldstatue nicht gesehen. Ich bin blind, blöd und dämlich. Und sehr, sehr tollpatschig. Hey, du fliegst nicht herum. Jetzt. Okay. So, also hier oben auf einem Plateau. Ich bestrafe mich selber mit Unwahrheiten. Bin doch nicht tollpatschig. Nein. Nein, das hat noch niemand gesagt zu mir. Ich spiele ja nur. Ich spiele die Tollpatschigkeit nur. Und blöd bin ich doch nicht, wenn ich so hochbegabt bin. Okay, nicht dein Ernst, die sieht man ja nicht. Die sieht man nicht, Spiel. Ihr seid zu böse, Spieleberater. Spieleentwickler. Ihr seid zu böse, die sieht man nicht. Wie soll ich etwas sehen, wenn ich etwas nicht... Weh, du gehst jetzt nicht hoch. Hey, er sagt, du sollst jetzt hier hoch. Nein, grinde! Grinde! Ich habe nicht so viel Zeit oder Lust. Yes. Ah, danke. Da oben wäre ich nie hochgegangen. Und da drüben, über der Eisdiele. Wo ist die Eisdiele? Das ist doch nicht die Eisdiele. Die muss irgendwo hier unten sein. Ist das die Eisdiele? Nein, die Eisdiele ist hier. Das ist doch nicht die Eisdiele. Dann war es die vorne. Ah, das ist die Eisdiele. Ich hätte gerne ein Eis. Cool, ich hab die Goldstatue. So, dann heißt es. Also hier hätte ich auch nicht drin geschaut. Die 5 und die 7. Die 7 ist eben bei der Eisdiele. Oder die 6. Nein, das ist die 6. Die 6 haben wir. Dann ist die 7 bei einer anderen Plattform. Wir haben die 6, die 7. Wir haben die 6. Eindeutig. Schau es, ein blöder Strauß. Schau es. Hilf mir hier hoch. Wieso haben Menschen kein Hilfsbedürfnis zum Helfen? Keine Freude. Am helfen. Nein! Mann, aber der Baum ist richtig. Ich bin so gut. Ich freue mich immer, wenn ich das relativ schnell finde und habe. Wo ist die Bootstatue? Da. Und wie kriege ich die jetzt? Baby. Danke, Spiel. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas nicht machen kann, weil ich einfach die Steuerung zu schwer finde. So, oder die Engine halt ein bisschen zu blöd finde.
Die 9, hä? Ah, die 9. Die 8? Hä? Was habe ich hier zusammengezählt? Die 7. Siehe 6. Bei der 7 unten. Ja, bei der 7 unten ist die 7. Da? Da? Ich freue mich immer, wenn ich alles verstehe. Weil ich verstehe ja schnell. Oh, ist die einfach. Und ich hab's nicht gesehen. Bin doch wirklich ein bisschen zu wenig am Spielen. Ja, und wo ist das Seil hin? Es gibt nur ein Seil, das kommt von hier. Hallo, ich brauche Strommast. Ja, okay, da komme ich aber hoch. Ich brauche Chromstromseil. Und nein, das ist ein. Was ist das eigentlich für ein Seil? Ein Stromseil? Das ist ein. Ja. Eine Stange sozusagen. Aua. Oh. Mann. Ich werde gefoltert vor Ungeduld. Drago ist ungeduldiger, weiß es. Er will nicht zu tausende Videos machen, bis das Spiel endlich fertig ist. Sondern das Spiel ist einfach zu groß und zu ja, gestreckt, oder? Jetzt bleibst. Nein, du bleibst jetzt dort! Ich gehe jetzt mit irgendwas. Ne, ich gehe mit der Giraffe hoch. Hoppla. Ja, so geht es. Ich gehe jetzt mit dem Fisch hoch. Ich kann doch das nicht haben. Was denken eigentlich die Entwickler? Jeder kann perfekt steuern. Nee. Ich kann nicht steuern. Ich bin blöde. Wie kommt man da hoch? Mit einem Fahrzeug? Meh. Mit einem Jetpack? Okay. Wenn man einfach mit der Steuerung so mega kämpft und mit der Physik, also mit dem Abprallen an Objekten. Ich glaube, die haben einfach das Spiel völlig falsch entwickelt. Sie haben es spaßig gemacht, aber zu übertrieben spaßig. Es ist einfach alles falsch, was mit so einem Physik-Engine zu tun hat. Das ist das Problem, oder? Man wird gefoltert vom Spiel, von den Entwicklern. Weh, ich fall wieder runter. Man wird einfach als Spieler so gefoltert, dass es nicht mehr Spaß macht. Dass Livestreamer und Let's Player das spielen müssen, aber anderen machen es nicht. Innenstadt. Ja, machen wir mal Innenstadt. Okay, lange haben wir aber nicht mehr Zeit. Innenstadt. Die 4, 5 und 6. Auf dem Balkon der Coscon. Auf dem Balkon, dort ist eine Coscon, also der Coscon ist die Konferenz. Roten Konten im Norden des Hafens. Was? Hinter Kisten in einem Container? Wie schwer. Im roten und grauen Container. Aber Coscon, Balkon mache ich zuerst. So. Gut. Aua. Aber das schaffen wir noch, wenn wir ein Auto haben, ja. Das ist ein leichter Anlösung. So. Und Pudi! Oh, Schanze? Nein, nicht neben der Schanze spielen. Nein, nicht runterstürzen. Nein. Lieber Spiel, du bist ja gerne am Krollen. Ich weiß. Und ich lasse mich auch gerne trollen. Ich weiß. Ich weiß, dass ich hier nicht runterkomme. Deshalb schleudere ich mich aus der Tür raus. Ich will nicht rein, ich will einsteigen, liebes Spiel. Wieso hast du so eine blöde Steuerung? Doppelbelegung. Oh, Banane. Banane tot. Ja, so fährt man um die Ecke. Und so macht man einen Container auch nicht unbedingt weg. Nein. Boah, oh Gott. Ja, unzerstörbare Objekte wie so ein Zierdenstrauch mit unten noch der, ja, der, was der Drago nicht weiß.
Topfding-Zeug. Ja. Ist natürlich unbesiegbar. Ja, und wo ist jetzt ein Balkon? Es gibt keine Balkone hier. Mit dem Strommast. Ich sehe auch keinen Strommast. Also das ist die Coscon, oder? Ja. Und wo ist hier ein Balkon? Da oben? Das ist doch kein Balkon irgendwo. Wo ist Strommast? Hä, hey, was ist ein Stromkabel? Okay. Die 4. Haben wir die 4? Ja. Nein, das ist Gutenberg. Die 4. Die 4 in der Ecke. Also wirklich hier? Und wo ist hier die Gutstätte? Hä? Auf dem Ballon. Ich habe Balkon gelesen. Mit dem Strommast in der Ecke können die da hingreifen. Es gibt keinen Strommast dort. Wo ist hier ein Strom? So weit oben? Wer sucht da oben? Mann, das ist unfair gewesen. Den hätte die Goat-Statue hätte ich schon lange gefunden. Wenn sie unten wäre. So weit oben. Okay, gut. Man muss halt auch richtig lesen, weißt du. Nicht Balkon, Balkon, sondern Ballon. Also heute bin ich ein bisschen ungeduldig, weil ich eine Schlaftablette Indus habe. Baldrian. Oh, Pikachu. Tschüss. So, jetzt hier noch hoch. Ja, geht auch gut. Ah. Wir hüpfen. Ich habe das gar nicht so schnell erkannt. So. Okay, und der Ballon ist der vordere. Ich sehe die Goldstatue. Ah, da. Und das Symbol ist einfach mal dort neben dem Gebäude. Ja, mhm. Kann ich ja verstehen. Wow. Ich bin erschrocken, weil sie gekippt ist, die Ziege. Sie ist so ein bisschen auf die Seite irgendwie, oder ich hab's einfach gemeint. Nein, hey. Muss ich das alles nochmal machen? Ich habe ein bisschen erhöhen, nicht Angst, aber Empfindlichkeit. Also, Empfindlichkeit. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, ich falle. Weil ich einfach nicht so sicher bin. Nicht so übersicher sein will. Und dann hat man halt einfach manchmal das Gefühl, man muss doch etwas machen. Perfekt. Einfach nur perfekt. Meine Güte, mach doch das einfach beim ersten Mal so. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich eine Chance habe zwischen 1 und 10 oder 1 und 100. Ich schaff's beim zweiten Mal meistens, aber beim ersten Mal nie. Oder ja schon, aber ich will es nicht beim ersten Mal zu schaffen, sondern beim zweiten Mal, aber nicht beim hunderttausendsten Mal. Und das ist immer so. Beim zweiten Mal klappt meistens immer etwas. Wenn es auch sehr unwahrscheinlich ist. So. Aber wieso? Wieso ist der Mensch so glücklich über die Unglücklichkeit? Oder so unglücklich, dass er glücklich ist? Oder? Auf jeden Fall anders ist. Wieso funktioniert Glück so komisch? Was ist Glück? Ist Glück geprockt an einem Menschen oder so? Ich weiß es nicht, aber ich habe schon extremst Glück manchmal. Vielleicht Streamer-Glück. Vielleicht auch Glück im Sport, also im Real-Life-Raum. Oder irgendwie bin ich einfach ein Gott. Ich kann das Glück manipulieren. Da drinnen. Also ein roter Ding ist hier. Oh. Da drin. Wo ist denn hier ein Eingang? Das Falsche. Da? Hm. Da drin. Hä? Ich hab
glaube, ich bin am falschen Ort. Hier hat es ja... Ah, oh, steht nicht fest. Ah, da! Ich habe zwar nicht geschaut, dass es da ist, aber ich gedacht, es ist da, weil da die roten Container sind. Darum habe ich ja zuerst auch dort geschaut. In einem grauen Container. Oder an einem grauen Container. Okay. Wo bin ich rein? Vielleicht dort. Bei einem grauen Container. Ah, da. Ah, da. Ja! Viel zu schwer versteckt. Hätte ich nie gefunden. So, dann haben wir eigentlich die 30 Minuten. Okay. Das nächste Mal machen wir in der Innenstadt noch weiter. Gehen dann nachher nach Gothenburg. Und dann gibt es, glaube ich, noch Holzfällerlager. Haben, glaube ich, alle. Dann gibt es noch... Gibt es noch die Kirche? Da habe ich, glaube ich, alle. Ja, ich schau mal kurz. Also Gothenburg brauchen wir noch. Da machen wir fertig. Ah, Wasserfälle brauche ich noch 3. Und dann sind wir fertig. Geht so schnell. Okay. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Und das Licht flackert da. Jo. Viel Spaß noch, gell? Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Sonst schreibt es in die Kommentare und schreibt auch, wenn ihr es lustig fandet, bitte. Gell? Schreibt mir Sachen, die euch gefallen und nicht gefallen, bitte. Tschüss.